Hallo zusammen, Maya3007 hier und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge durch die Woche gefloggt. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wo bin ich jetzt gerade? Ja, ich kann es euch sagen, im Residenzgarten in Würzburg. Ja, denn ich treffe mich hier in Würzburg heute mit zwei ganz tollen Leuten. Schaut mal. Hallo. Hi. Mit Sonja und die Rebecca. Ja. Genau. Sonja kennt vielleicht manche noch von ihrem ehemaligen YouTube-Kanal Sonnige Bücher. Mich haben alle vergessen. Und die Rebecca kennt ihr sicherlich auch, ist ja schon in ein paar meiner Videos aufgetaucht. Ja, wir haben uns jetzt entschieden, heute mal einen richtig schönen Tag hier zu machen. Habe auch schon buchmäßig ordentlich zugeschlagen. Ja, es ist wirklich heiß. Ja, das stimmt. Ja, hatten aber auch schon einen schönen Regenguss heute drin. Ja, wir hatten alles. Ja, das erzähle ich dann, wenn ich daheim bin, noch ein bisschen genauer. Und dann bekommt ihr auch auf jeden Fall noch eine Shoppingbeute von mir. Denn es ist ordentlich was zusammengekommen. Aber jetzt geht's weiter. Wir sind nämlich gerade mitten am Geocachen. Auch wenn die letzte Station nicht gerade einfach war. Eine ordentliche Sucherei. Aber wie gesagt, zu Hause melde ich mich bei euch dann wieder. Ciao. Tschüss. Hallo am Samstagabend. Ja, ich bin wieder zu Hause. Und es war ein richtig, richtig schöner Tag da heute in Würzburg. Hat mir total gut gefallen. Ja. Ich bin kurz vor 8 Uhr hier in Deggendorf gestartet und war dann um 10:30 rum in Würzburg. Vom Bahnhof aus ging es dann zu Fuß für mich zum Hugendubel. Da habe ich mich dann mit der Sonja und der Rebecca getroffen. Die Shoppingbeute bekommt ihr aber jetzt erst morgen, denn ich bin hundemüde. Aber es hat sich gelohnt, bin mit ordentlich Büchern da wieder rausgekommen. Nach dem Shoppen ging es weiter zum Mittagessen, zum Hans im Glück. Ich liebe diese Burgerkette. So ein Burger geht immer. Und wir hatten auch richtig Glück bei unserem Mittagessen, denn wir sind draußen gesessen und gerade als wir fertig waren, gab es einen Wolkenbruch der allerschönsten Sorte. Also da hat es mal alles runtergehauen, was nur irgendwie ging. Gott sei Dank waren wir da schon fertig. Wir sind nochmal zurück zum Hugendubel und haben uns untergestellt, bis das Schlimmste vorbei war. Und ganz in der Nähe vom Hugendubel ist ja auch der große Lindladen. Das lieb ich ja auch. In diesen Lindläden, da gibt es ja riesen Schüsseln mit den ganzen Lindpralinen. Man kann sich da seine eigene Mischung zusammenstellen. Da bin ich mit einer vollen Tüte wieder rausgekommen. Danach ging es weiter in den Hofgarten. Und da haben wir dann auch einen Geocache gemacht. Und da ist auch mein erster Videoschnipsel entstanden. Und es, wie gesagt, ich finde das eine richtig schöne Anlage. Es war das erste Mal, dass ich in der Würzburger Residenz war, beziehungsweise im Residenzgarten, und ich finde das richtig schön gemacht dort. Nach dem Geocachen war es auch schon ungefähr 4 Uhr nachmittags und wir sind dann gemütlich zum Bahnhof zurückgelaufen. In einem kleinen Café haben wir noch einen Zwischenstopp gemacht und uns eine leckere Eisschokolade gekauft. Und damit haben wir den Tag dann auch ganz gemütlich ausklingen lassen. Ich bin dann zurück zum Bahnhof, aber da ging ja dann richtig der Ärger los für mich. 50 Minuten Verspätung hatte mein Zug. Deutsche Bahn, ich liebe dich. Einmal im Jahr, wenn ich einen Zug brauche. Naja, durch diese Verspätung war ich dann erst ungefähr um 9 Uhr abends wieder hier in Deggendorf. Aber zusammengefasst, wie gesagt, wunderschöner Tag. Und Sonja und Rebecca, nochmal ganz, ganz herzliche Grüße an euch an dieser Stelle. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn dieses Treffen irgendwann wiederholt wird. Denn wir waren uns einig, wir wollen uns wiedersehen in Würzburg. Das war nicht das letzte Mal, dass wir da zu dritt waren. Ja, das soll es für heute auch von mir gewesen sein. Morgen sehen wir uns mit meiner Shoppingbeute dann wieder. Bis morgen. Ciao. Hallo zusammen am Sonntag. Ja, wir haben es jetzt vormittags und ich habe heute schon ein bisschen was hier im Haus erledigen können. Habe jetzt auch schon das Video zum blubbernden Tauschpaket von der Anker abgedreht. Und das hat er jetzt zum zweiten Mal bei mir Station gemacht.
Und wie gestern versprochen, zeige ich euch jetzt noch meine Shoppingbeute aus Würzburg. 4 Bücher sind bei mir eingezogen und es gab auch noch eine schöne Kleinigkeit von der Rebecca. Sie hat mir gesagt, dass sie mir zu meinem Geburtstag nochmal was schenken will in Würzburg. Ein bisschen schöne Küstendeko habe ich von ihr bekommen. Schaut mal. Hier. Die beiden schönen Liegestühle hier. Finde ich richtig schön gemacht. Danke, Rebecca. Und auch hier dieses schöne Motiv. Gefällt mir auch richtig gut. Mitten im Küstenregal auf jeden Fall noch Platz. Und dann eben noch 4 Bücher. Da haben wir zum einen Luis Celano, Portugiesisches Gift. Der neueste und mittlerweile 7. Fall für Henrik Volkner. Aus dieser Lissabon-Krimireihe fehlen mir jetzt noch 2 Bände, die werden aber auch auf jeden Fall noch bei mir einziehen. Und dann haben wir Günther Hut, Der Schopfenfetzer und die Bacchus-Verschwörung. Der 8. Fall für Erich Rottmann. Die Reihe habe ich mittlerweile bis Band 7 im Regal stehen. Und wie ich diesen 8. jetzt in Würzburg gesehen habe, war mir klar, der muss mit. Und dann sind 2 Bücher eingezogen auf Empfehlung von der Rebecca. Zum einen Mark Hofmann, Der Mathelehrer und der Tod. Georg Horvaths 1. Fall. Auf dem Schulhof stolpert Gregor Horvath über die Leiche eines Kollegen. Ein Mathelehrer ist anscheinend aus dem Fenster gestürzt. Aber er hat Zweifel an der Selbstmordtheorie und beginnt gemeinsam mit seinen Schülern zu ermitteln. Da bin ich mir sehr neugierig, soll laut Rebecca richtig gut sein. Und dann ist noch eingezogen Gut Aubenhausen, Emilia und das Glück der Pferde. Da hat mich die Rebecca erst vorgestern mal was drauf aufmerksam gemacht. Da habe ich es in Würzburg gleich gesehen und mir war klar, das muss mit. Ich habe jetzt Schutzhof Schwalbennest gelesen und es scheint was ganz Ähnliches zu sein. Bin ich sehr neugierig. Rebecca, ganz herzlichen Dank dir für diesen Tipp. Und jetzt geht es dann für mich auch gleich weiter. Ich fahre jetzt nämlich gleich wieder in unser Schwimmbad und mache mir dort einen richtig schönen, entspannten Tag noch. Also, wir hören uns spätestens morgen dann wieder. Meier 3007. Hallo zusammen am Dienstag. Ja, ich habe mich gestern mal wieder nicht gemeldet, aber es gab auch nichts Besonderes zu berichten. Es war ein ganz entspannter Arbeitstag gestern, genauso wie auch heute. Habe heute wieder einen schönen Spaziergang gemacht. Und lesetechnisch ging es bei mir auch voran. Denn ich konnte nämlich gerade hier, guck mal, Die Eifel und die Milch der Unschuld beenden. Aber ich muss leider sagen, habt mich nicht überzeugt, das Buch. Ich bin mit dem Charakter des Kommissars irgendwie nicht richtig warm geworden und auch die Story, naja. In der Rezension erfahrt ihr auf jeden Fall mehr dazu. Das war ein Rezensionsexemplar von meiner Verlag. Ein weiteres Rezensionsexemplar habe ich noch auf dem Sub liegen. Das wird jetzt das nächste, das drankommt. Morgen bringe ich dann das blubbernde Büchertauschpaket wieder auf die Reise. Und dann schauen wir einfach mal, was der Tag morgen sonst noch so bringt. Also, morgen hören wir uns wieder. Ciao! Hallo zusammen am Mittwochabend. Ja. War heute wieder ein schöner Arbeitstag. Abends wäre mal wieder eine richtig schöne Gelegenheit für mich gewesen, bei meinem Lieblingsitaliener vorbeizuschauen. Hab mich auch schon richtig auf eine leckere Lasagne gefreut, aber der ist im Urlaub. Na, klasse. Gab aber trotzdem noch ein lecker Abendessen heute dann. Meine Mama hat so Aprikosenklöße gekocht. Kennt ihr das? So eine richtig leckere Teigmasse mit Aprikosenfüllung. Mag ich auch immer wieder mal gerne. Bin schon ziemlich müde heute. Ich werde jetzt dann auch gleich ins Bett gehen und vielleicht noch ein bisschen,
bei Kommissarin Moll und die Toten vom Grindel weiterlesen. Das ist ja das dritte Rezensionsexemplar vom Gmeiner Verlag. Gefällt, der Anfang hat mir bisher auch recht gut gefallen. Was könnte ich jetzt noch erzählen? Nee, mehr fällt mir für heute schon wieder nicht ein. Bisschen kürzer heute, aber morgen, denke ich, melde ich mich ein bisschen ausführlicher dann bei euch wieder. Ciao! Hallo zusammen! Wir haben es jetzt mittlerweile Donnerstag und hier seht ihr meine aktuelle Lektüre. Isabel Bernsmann, Kommissarin Moll und die Tote vom Grindel. Im Hamburger Grindel-Hochhaus wird eine junge Frau tot in der Badewanne aufgefunden. Sie hat sich die Pulsadern aufgeschlitzt. War das eine Verzweiflungstat, weil sie von ihrem Arzt eine Krebsdiagnose bekommen hat? Aber warum ist dann keine Waffe in der Wohnung zu finden? Und Kommissarin Molls Überraschung ist dann umso größer, als sich bei der Obduktion herausstellt, die Frau war kerngesund, die Krebsdiagnose ist falsch. Was da jetzt genau dahinter steckt, kann ich noch nicht sagen. Ich bin jetzt knapp über der Hälfte drüber. Es gibt auch immer wieder Szenen aus der Sicht von zwei Kleinkriminellen. Und wie das jetzt zusammenhängt, bin ich auch sehr neugierig. Bis jetzt, naja, ganz in Ordnung die Story. Aber ich finde es ein bisschen verwirrend, dass immer diese Szenen mit den Kleinkriminellen zwischendrin kommen. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja am Schluss noch eine logische Handlung dann. Da muss ich dann mal gucken. Anfang bis Mitte nächster Woche spätestens könnt ihr mit der Rezension zu diesem Buch rechnen. Morgen werde ich dann die Rezension zu Die Eifel und die Milch der Unschuld aufnehmen. Die kommt dann morgen auf jeden Fall auch online. Wir hatten heute ein richtig schönes Wetter. Ich habe heute Abend auch wieder einen schönen Spaziergang gemacht und jetzt mache ich mir noch einen richtig entspannten James Bond Abend. Es kommt ja der Morgen stirbt nie und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Pierce Brosnan ist zwar nicht mein liebster James Bond, aber ich habe jetzt schon so lange keinen Bond mehr gesehen. Ich freue mich. Mein Lieblingsbond ist und bleibt übrigens Roger Moore. Die Filme sind klasse. Und am besten finde ich irgendwie immer noch die Szenen mit Bond und Q. Das ist immer so drollig mit den beiden. Und auch Qs verrückte Erfindungen. Herrlich. Desmond Llewellyn hat ihn so klasse gespielt, diesen Waffenmeister. Werden Sie endlich erwachsen, 007. Viel mehr habe ich jetzt eigentlich gar nicht zu erzählen heute. Morgen hören wir uns dann wieder. Ciao. Hallo zusammen am Freitag. Ja. Die Arbeitswoche ist geschafft und jetzt geht's dann gleich wieder zum Schwimmen für mich. Ich freue mich sehr drauf. Da ich ja bei Kommissarin Moll und die Toten vom Grindel mittlerweile gut vorangekommen bin, das Buch werde ich heute oder morgen dann noch beenden, habe ich mich entschieden, heute noch ein neues Buch anzufangen. Nämlich eins meiner Neuzugänge aus Würzburg. Schaut mal. Für mich geht's ab nach Gut Aubenhausen. Ich bin sehr neugierig und freue mich total auf dieses Buch jetzt dann. Die Story klingt richtig toll. Wir begleiten diesmal die 13-jährige Emilia, die schon lange Pferdefreund ist und total begeistert, als ihre Eltern ihr den Pferdewallach Valentin kaufen. Den Ponywallach Valentin. Aber ihre Begeisterung erhält einen Dämpfer, weil der Trainer geht anscheinend nicht sanft mit ihnen um. Und Emilia stellt bald in Frage, ob das wirklich richtig ist, so mit dem Pony umzugehen. Dann besucht sie Gut Aubenhausen und trifft die weltbekannte Dressurreiterin Jessica von Brendo-Wedel. Die bietet ihr dann an, sie und Valentin zu trainieren. Schafft sie jetzt mit der erfolgreichen Reiterin, das Vertrauen in sich und ihr Pony wieder zu erlangen? Also ich finde, das klingt richtig gut. Darauf bin ich total neugierig und freue mich auch total jetzt auf diese Lektüre. Ich werde auf jeden Fall erzählen, wie es mir gefallen hat. Aber ich denke, mit dieser Folge durch die Woche gefloggt soll es das an der Stelle auch gewesen sein. Wir hören uns bei einem meiner nächsten Videos dann wieder. Bis dann,
Meier 3007.